Also, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake in den Slums von Sektor 7, direkt vorm legendären siebten Himmel. Und hier gibt's eine Katze. Aber die Katze gab's, glaube ich, auch im Original. Aber war die nicht schwarz? Egal, sie sieht süß aus. Ich mag sie. So, mal gucken, was Tifa von uns will. Immerhin müssen wir unser Geld jetzt anscheinend selber eintreiben. Morgen. Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Cloud spricht mir aus der Seele. Müssen wir jetzt ernsthaft helfen, Menschen? Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute kriege, kein Problem. Bekomme ich... Eigentlich hoffe ich, dass ich so, keine Ahnung, dafür ein bisschen mehr Kohle bekomme. Ja, immerhin, Hereinspaziert. Stand das nicht in meiner Jobbeschreibung. In der Jobbeschreibung stand nur Reaktor sprengen. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Gut. Hallo, Tifa, schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Wie frech ist das denn bitte? So, hier hast du Geld. Hier, gib ihm das Geld zurück, indem du Sachen einkaufst. Was hat er denn überhaupt? Gegenstände. Aha, The Prelude. Als Techno-Version. Hört man jetzt gerade im Hintergrund. Okay, Heiltränke haben wir noch genügend. Phönixfeder. Wie viel Geld habe ich ja eigentlich gerade? 1488 Gil. Ja, es ist aber nicht so viel. Ich glaube, da gehe ich nochmal ein paar Soldaten ploppen. Wobei, wenn ich bedenke, dass selbst die Schlips- und Krawattenträger bei Shinra nicht gut bezahlt werden, dass sie selbst in den Slums weiterleben müssen. Aha. So, wir haben hier noch ein bisschen Materia. Aber Gewitter hat Barrett eigentlich. Egal. Trotzdem nehmen wir die einfach mal mit. Gut. Weil gerade in Materia finde ich sehr cool. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genügend Gil, aber wir haben dafür alles mögliche an Materia zur Auswahl. Das ist ganz cool. Was habe ich denn Sachen, die ich verkaufen kann, die ich vielleicht nicht brauche? Also Ether bringen, glaube ich, ganz schön viel Kohle. 250 Gil. Handgranaten habe ich schon ein paar, das ist gut. 15 reichen mir eigentlich auch. Nö, das reicht. Ich glaube, mit den Heiltränken komme ich soweit klar. Besten Dank. Ja, danke. Du bist mir immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Sehr, sehr herrlich. Hereinspaziert, hereinspaziert. Die große Frage, die ich... Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Ich muss tiefer die ganze Zeit auf die Augen gucken. In die Augen gucken. Aber
Nee, was ich mich frage, ist das so eine Art Nullgeschäft, was hier jetzt passiert? Ich laufe von A nach B, sammle Geld ein, nur um das den Leuten dann wieder in dreifacher Form oder in fünffacher Form, wie gerade eben, zurückzugeben? Hallo Male, wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen. Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Wunderbar. Wir haben einen Rastpunkt bei der Frau mit dem Vogelnest auf dem Kopf. Dort werden wir dann vollständig wieder repariert, restored, erfrischt. Kriegen Lebenspunkte zurück und vielleicht Dank lächeln Male wir auch ich mich mal. Ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Ich überlege gerade, wie alt war Tifa zu dem Zeitpunkt? 19 oder 20? Ich glaube, Cloud war 21. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Okay, also wir haben jetzt insgesamt 1100 Gil bekommen durch das Hin- und Herwandern und mit Leuten reden. Wir haben 1000 Gil in Häkchen verloren. Ich gehe jetzt bewusst nicht in die richtige Richtung, weil ich das Gefühl habe, dass hier wieder irgendwo eine Kiste versteckt ist. Aber es ist ein bisschen zu dunkel. Also irgendwie... glaube ich, hätte das Geschäft anders aussehen sollen. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Klar. Ah, seht doch mal, da ist nämlich eine Kiste. Hat er gesagt. Nee, einkaufen ist keine Pflicht. Ich kann auch nicht. Kann es sein, dass du gar nicht müde bist, sondern nur so ein so. Gesicht siehst, weil du denkst, dass es. Was geht denn hier ab? Wer seid ihr denn? Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns nur mal zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich.
Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Okay, mal gucken, was wir hier machen können. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffen modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte WP, um Modifikationen für deine Waffe freizuschalten. Aha. Okay, Waffenmodifikation finde ich unter Waffenmodifikation. Obvious. Ich kann meinen Charakter auswählen und kann dann als nächstes muss ich Waffe wählen, die du verstärken möchtest. Wähle das Panzerschwert, Meisterschwert, mit X. Yay! Doctor Who? Ah, nee. Ach, ist das schön. Ein Kristarium. Oh Mann, noch mehr Final Fantasy 13. Wunderbar. Verbessere deine Waffen mit Modifikationen. Die zum Freischalten von Modifikationen benötigten Waffenpunkte können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Okay. Ich glaube, das habe ich. Was haben wir hier? Maximum TP. Schaden Schwertwirbel und physische Attacken und magische Attacken. Ich habe 10 WP, 4 braucht das. Naja, dann würde ich mal sagen, Schwertwirbel einmal. Und ich würde, glaube ich, noch die physischen Attacken um 5 erhöhen. So. Jetzt fehlen uns natürlich nur noch weitere 8 WP. 8 WP. Sehr schön. Um hier weiterzumachen. Aber so geht das. Wenn du die Möglichkeit, deine Waffe automatisch modifizieren zu lassen, drücke dazu bei der Waffenauswahl Dreieck und wähle Modus automatisch. Das habe ich nicht vor. Ich mag es ganz gerne, wenn ich Kontrolle habe. Okay, ich habe meine erste Modifikation freigeschaltet. Okay, also mit Level Up kriegen wir auch mehr Boni. Gut, weiß ich Bescheid. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Yay! Wir haben Tiefe in unserer Gruppe. Das ist doch mal herrlich. Kann ich hier schon irgendwie Sachen kaputt machen? Nö. Eigentlich müsste dort auf der Kiste oben eine Materia liegen und alle müssten mir zujubeln, wenn ich sie aufgreife. Yay, du hast Materia gefunden, yay. Leider ist dieses Spiel nicht ganz so wie das Original. Wer hätte es erwartet? Tatsächlich ich. So, wir können uns doch jetzt sicherlich drücke Optionen, um Karte von Midgard zu... Okay. Wir müssen... Karte von Slums, wo müssen wir denn hin? Werden die jetzt hier irgendwo angezeigt, die Sachen? Wohnviertel, Pfeiler, Bahnhof, Pfeiler. Da sind die Rostpfade. Ah, und da ist auch das Ausrufezeichen. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt... das ist die Karte von Midgar. Not bad, meine Herren. Not bad. Ja, wir müssen uns mehr hier in diese Richtung orientieren. Also... ich würde nach Osten sagen. Kann ich hier runterspringen oder so? Nee. Wir müssen uns angucken, wie hier runter. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Gut. Ich weiß Bescheid. Da sind sie. Nein, nein. Der passiert schon nix. Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Oh, herrlich.
Tatsächlich muss ich sagen, ist das bombastisch, wie die hier Midgar gestaltet haben. Es wirkt richtig angenehm. Hier komme ich noch nicht durch. Wird irgendwann hinzugepatcht, DLC oder so, keine Ahnung. Hier lang. Ah, hier ist eine dunkle, dunkle Hülle und hier ist eine Materie. Seht ihr mal. Die liegen hier einfach so rum. Frost. Toll. Hätte ich mir nicht kaufen brauchen. Wunderbar. Und... Da sind gleich die ersten. Stimmt. Ich könnte das natürlich auch tiefer geben. Nicht hier und nicht weiter. Das ist aus. Jetzt muss ich auch mal angreifen. Aber okay. Hast natürlich recht. Gucken wir uns nochmal hier die Ausrüstung Materia an. Ja, erstmal, Cloud hat noch einen Materia-Platz frei. Das wollen wir ihm doch gleich mal geben. Er hat jetzt, genau, er hat Heilen. Er hat Loot. Frost, wie gesagt, habe ich jetzt zweimal. Das ist nicht so cool. Wir könnten ihm noch einen TP-Boost geben. Oder Ausweichrundumschlag. Wobei diese Sache mit Ausweichrundumschlag finde ich ein bisschen seltsam, weil das erinnert mich so ein bisschen an dieses Fähigkeiten sammeln bei Lightning Returns wieder. Aber egal. Es gibt mir aber auch noch physische Abwehr und Vitalität plus, also nehmen wir es. Eine Frage habe ich hier noch. Kann ich auch mit den R- und L-Tasten... Nee. Ich kann nicht mit den R- und L-Tasten zwischen den Charakteren rumwechseln. Das finde ich schade. So, was könnten wir ihr noch geben? Bronzereif. Lederhandschuhe. Okay. Dann wollen wir ihr auch nochmal eine Materia geben. Und zwar einmal Frost. So. Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Ja, wir metzen hier jetzt einfach alle Gegner nieder, die uns über den Weg laufen. Der Weg ist ja nicht ganz so. War's das schon? Hab ich euch besiegt? Tatsache, das ging ja schnell. Die halten nicht so viel aus wie, eine Mogri-Medaille. Yay! Die halten nicht so viel aus wie die Shinra-Soldaten. Das finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Achso, ich soll mal tiefer kämpfen. Ja, das kann ich gerne mal machen. Nichts überstürzt. So. Tifas Besonderheit. Tifa ist eine furiose Kämpferin. Durch die schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten. Boah, ich habe mich gerade fast verlesen. Setzt sie den Gegner unter Druck. Führe durch das Drücken von Viereck einen Angriff aus. Okay. Überlass das mir. Hack, 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 hack. Fuck. Hey. Das geht ja voll. Was ein bisschen schade ist, ist, dass der Charakter dann immer direkt... An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Direkt zu Cloud immer wechselt. Musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Oh. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Okay, ich dachte, jetzt kommt eine Slum-Nummer-Rate-Runde. Alles Slum Nummer 1. Oh, ich wollte es gerade sagen, der hackt doch irgendwas aus. Die Viecher machen doch nicht ohne Grundmännchen. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm. Lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Gut, wir sind hier anscheinend durch. Trotzdem würde ich mich ganz gerne noch mal ein bisschen umgucken. Diesen Weg zum Beispiel sind wir nicht gegangen. Wir sind nämlich hier so, dann da. Dann würde ich nämlich ganz gerne diesen einen Weg hier nochmal laufen. Einfach nur um zu gucken, ob es hier irgendwie eine Kiste gibt oder irgendwas, was man kaputt schlagen kann oder so. Vielleicht gibt es hier auch einfach, vielleicht sind die Gegner auch einfach respawned. Nee, schade. Hätte ja klappen können. Oh, ich kann mich nicht mit Panic Roads durch die Gegend bewegen. Das fühlt sich so falsch an. Okay, wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen.
Na dann wollen wir mal mit unseren Freunden reden. Denn vielleicht geben die mir ja doch noch irgendwas. Irgendwie, keine Ahnung, so 5 Gil, eine Handgranate oder irgendwie sowas. Moment, die gab's doch. Ja. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Oh, yay. Jetzt machen wir uns hier richtig Fame. Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Oh. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Sag mal, Tifa, wirst du dafür bezahlt, Werbung zu machen? So Monetarisierungssystem Tifa oder irgendwie so? Hey, wenn wir hier unterwegs sind, kannst du sicherlich noch Sachen kaufen. Hey, hast nicht Bock, noch ein paar Sachen zu kaufen? Ich kenne da einen Laden, der ist ziemlich gut. Ja, komm, Tifa. Wir tun dir den Gefallen. Das ist also der Alleskönner? Der Spargel? Bist du sicher? Ah. Ich finde das ein bisschen komisch, dass es hier so dunkel ist. Und dann geht man hier rein und auf einmal... Hey, Junge! Man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust. Und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Aber ich will das Master-Schwert nicht ablegen. Okay, was hast du noch so für... Ein Eisenreif hast du noch, das ist gut. Das liefert nochmal ein... ein Materia-Slot Sternreif. Nee. Wir sammeln erstmal ein bisschen. Bevor wir irgendwas machen. Fertigkeiten lernen. Du kannst eine neue Waffe erhalten und kannst somit auch ihre dazugehörigen Waffenfertigkeiten erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Aha. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Okay. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Ja. So, gucken wir uns doch mal an, wie doll denn eigentlich das Schwert ist. Es liefert mehr Magie, aber nimmt auch also mehr Magieschaden. Aber dafür ist halt eben, ja gut. Klar hat er ein bisschen weniger, weil ich nämlich die Waffenpunkte auf das Panzerschwert gesetzt habe. Ganz witzig. Okay. Schauen wir nochmal kurz bei den Waffenmodifikationen. Cloud hat schon wieder 10 Punkte. Also gucken wir uns das doch mal an. Ach so, die sind auf den Waffen angelegt. Stimmt. Gut, Konter plus, Konterschaden, physische Abwehr, TP Maximum,
und erlittener physischer Schaden beim Blocken minus 10%. Hm. Konterschaden in Offensivhaltung. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen besser. So, erlittener Schaden beim Blocken. Ja, komm. Nehmen wir mit. Was soll's. Wir könnten jetzt noch tiefer aufwerten. Mit ihren Lederhandschuhen. Damit kann sie sicherlich nochmal ein bisschen mehr, genau, auch nochmal eine physische Attacke erhöhen. Und, oh, Schnelligkeit, klar. Tifa ist ziemlich flott unterwegs. Dementsprechend muss sie schnell schlagen können. So, Cloud hat jetzt aber auch nochmal ein neues Schwert. Das heißt, oh, das ist herrlich. Die Materia werden direkt übernommen. Das finde ich gut. Einmal Materia. Das heißt, ich kann hier jetzt noch Gewitter einsetzen. Oder TP-Boost. Hoppla. Ich glaube, ich nehme den TP-Boost an der Stelle. So. Und dann lasst uns mal die Aufträge durchwühlen. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Ja, schrei mir nicht so ins Ohr. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein. Ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud, der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Rechts ein Pfadfinder? Weiß nicht, muss mal gucken. Also du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge kannst du mit R2 auf der Karte aufrufen. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Ermittelt. Es ist ein Pfadfinder. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Gut. Die Mission abschließen ist mein nächstes Ziel. Kleiner Moment. Auftrag. Ungeziefer in der Fabrik. Setze bitte die Analysematerie ein. Gut, und das hatten wir. Das heißt, wir müssen jetzt... Das ist alles... Verschwunden... Ah, okay, das sind alles die Missionsziele. Das ist mal gut zu wissen. Hier muss ich überall hin. Hinterm siebten Himmel, vorm siebten Himmel, links, rechts, daneben und so weiter. Völlig in Ordnung. Erstmal muss ich die Materie einsetzen, weil sonst wird das nix. So, das heißt, Cloud darf, nimmt einmal den TP-Boost raus, dafür nimmt er Analyse rein. Und dann können wir auch schon loslegen. So, damit können wir einfach hier rüber die Quest machen. Und mal gucken, wie viel Kohle wir dadurch bekommen. Kohle, das ist alles, was ich möchte. Nanu? Hallo? Wo sind Sie? Komm. Oh, hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten.
Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen. Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Okay. Katzen suchen. Und was ist das? Moment. Aufträge. Den hätte ich ganz gerne. So, Moment. Ich bin gerade eben ein bisschen neben der Spur. Aufträge. Bericht für Chatley. Ein außergewöhnlicher Junge namens Chatley hat dich darum gebeten, ihn bei seiner Forschung zu unterstützen. Verwende Analysematerie. Ja, das kennen wir schon. Rattenplage. Ziehen zu können? Ah, okay, ich glaube. Aufträge. Zielort an der Karte anzeigen. Da. Das heißt, ich muss jetzt einfach irgendwo rumlaufen. Und. Welche Nahrungsmittel halten Sie? Gegner prügeln. Und nebenbei Katzen suchen. Ich glaube, ich habe hier eine Katze gehört. War das nicht gerade ein Mounts? Ja. Es klang ziemlich nah. Ja. Na, für ein paar Drinks wird's schon reichen. Wo war denn das? Hier war doch gerade eben. Da, direkt vor uns. So, heißt das, wir haben jetzt eine gefunden? Oder heißt das jetzt, wir haben sie nur verscheucht und sie ist jetzt woanders? Ich gucke hier einfach mal hin. Weil hier ist doch das Mädchen. Wahrscheinlich werden. Das Mädchen, das ihren Eltern in der Heimat immer geschenkt hat? Wahrscheinlich wird das Mädchen nämlich dann die ganze Zeit diese Katzen neben sich rumstehen haben oder so. Ich versuch's nochmal. Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Okay. Häufig spielen sie im Eingang. Stimmt. Eingang von den Slums. Das ist auch gut. Oh. Welche Nahrungsmittel halten sich denn lange? So, wir haben eine haben wir gefunden. Zählte das jetzt schon oder zählte das noch nicht? Jetzt laufen wir zum Eingang des Slums. Hier stehen immer noch die Soldaten. Hier wird gebaut und gehämmert. Hier arbeiten Menschen anscheinend. So. Haben wir hier irgendwas? Wenn sich nicht bald was tut, werden auch die Lebensmittel und unser. Also irgendwie nicht. Ja? Na los, jetzt komm ich ab. Bin ich jetzt echt dabei, auf Katzensuche zu gehen? Ich glaub's ja wohl nicht. Also ich weiß, dass es eine, dass eine Katze direkt vom siebten Himmel hockt. Die haben wir ja schon gesehen. Da habe ich gesagt, die ist süß, die will ich haben. Und wenn ich sie im Kochtopf habe, ist das auch in Ordnung. Ich meine, wir sind hier in den Slums, hier muss man alles wieder verwerten. Das ist gemein, aber so läuft das auf der Straße. Gehen wir hier aus dem Weg. Gibt es wohl. Tut mir leid. Das ist zwecklos. Dreht um. Ja, okay. Muss mich nicht gleich Arschloch nennen. Nur weil ich an dir vorbei möchte. So, wir könnten. Wir gehen hier einfach mal hoch. Und seht ihr mal, da ist nämlich schon die nächste Katze. Katje. Miau. War das nicht gerade ein Mautzen? Ja, das war ein Mautzen. Und jetzt? Ja, laufen die jetzt einfach nur weg oder ist das damit abgeschlossen? Also ich hätte ganz gerne so einen Counter, der mir sagt, ja, nein, ja, vielleicht, mag sein. Dreimal schwarzer Kater. So. Es wäre mir
kein Wunder, wenn hier hinten irgendwie das nächste stattfinden wird. Oder irgendwo eine Katze rumgeistert. Moment, was geht hier? Aha. Du hast noch was? Hallo Tifa. Dein Freund verdingt sich also neuerdings als Söldner? Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Mache ich. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte weg. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Okay, jetzt ist die Frage, was ist eine Wehrratte? Aber ich sehe auch gerade, jetzt ist das hier weg. Das heißt, verschwundene Freunde, Bericht für Shetley, Rattenplage. Ah, es wird also doch angezeigt, wo ich hingehen kann. Außer bei den Katzen. Aber die, ich wette, hier ist irgendwo eine Katze noch. Ich meine, so... Egal. Kümmern wir uns erstmal um die Ratten. Erstmal die Ratten und dann sehen wir weiter. Der Typ hat auch irgendwas für uns. Oh, das ist eine Frau. Diese Katzenbande, die hat mein Brot aufgefressen und sich dann dort drin versteckt. Ja. Könntet ihr diese frechen Fellnasen einfangen? Ja. Los, dann gehen wir da mal eben schnell rein. Katzen! Viele davon! Und das ist ja... Ja! Und da ist die dritte. Hallo. Und sie faucht. Ist das nervig? Ich geb's auf. Verschwundene Freunde, zu Betty zurückkehren. Ja, komm. Dann gehen wir da hin, dann haben wir die Quest abgeschlossen. Und wehe, die gibt mir nicht 5000 Gil. So, was bekomme ich von dir, kleines Mädchen? Was? Sie sind alle weggelaufen? Ja. Dann kommen sie nicht mehr zurück? Doch. Ich hätte schon fast Pipi in den Augen. Alle drei. Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke. Yay, ein Jungfernkuss. Und meine Lebensmittel wurden geheilt. Das lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Ja, das können wir gerne tun, aber ich würde ganz gerne Wehrratten verprügeln, weil ich kann mir nicht vorstellen, was bitte schon Wehrratten sein sollen. Also will ich jetzt Wehrratten verprügeln und Wehrratten analysieren. So, weil auf die Art und Weise habe ich nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Moment, wo laufe ich jetzt überhaupt hin? Ich laufe in die richtige Richtung, alles gut. So, hier muss ich lang. Und dann geradeaus. Ah, da sind sie ja. So, Kommando? Nö. Jetzt aber? Immer noch nicht? Na gut, wenn das so ist. Menschen, die weit geflogen. Jetzt kann ich. Magie. Nee. Fertigkeiten. Analyse. Achso, klar, ich muss ja warten, bis mein ATB-Balken voll ist. Ganz vergessen. Toll. So schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Hm. Und was nun? Warten wir? Ah, obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Ich muss natürlich erstmal warten, bis mein ATB-Balken voll ist, weil der ATB-Balken wird benötigt, um Fertigkeiten und Magiepunkte zu wirken. Das finde ich wiederum irgendwie
ziemlich cool geregelt. Also, dass das verhindert, dass man halt eben anfängt, wie ein Berserker mit Magie um sich zu feuern. Achso, genau, du bist es. Wenn du Leute in Not siehst, hilf ihnen. Ach nee, du bist es. Setze bitte die Analysematerial. Das kennen wir schon. Ich dachte, das wäre hier der richtige Weg gewesen. Nee. Ja, die Monatszahlen der erlegten Bestien. Kaum geht mal einer los und tötet Bestien, wird daraus eine riesengroße Statistik angefertigt. Was starrst du mich denn bitte so an? Es sind genau neun Bestien weniger. So. Ich bin hier mega die Umwege gelaufen, aber ich finde mich jetzt... Tatsächlich finde ich mich jetzt schon ganz gut zurecht. Das ist ziemlich interessant. Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Ja. Die Wehrratten magst du erlegt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Aha. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja? Nein. Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du Allesrenner. Alter, hör mal zu. Nimm erstmal deinen Besen von deinem Kopf runter, was du Frisur nennst, und dann fängst du an, mit mir vernünftig zu reden. Hereinspaziert, herein! Was denn? Er hat doch... Was ist denn das für ein hässlicher Pinsel, den er da auf dem Kopf trägt? Cloud hat kein Zeug auf dem Kopf. Cloud hat eine richtig coole Strobomähne. Die muss so sein. Hallo? Ich sage, na... Spikes und Klotzarme for the win. So. Okay, hab's verstanden. Was? Genau, Klotzarme forever. Ich geb mich nicht geschlagen. So. Alles klar, die Atem. B-Balken sind noch nicht gefüllt. Aber jetzt sind sie gefüllt. Jetzt kann ich nämlich auch meine Fertigkeit Analyse einsetzen. Am besten auf eine Ratte, die noch nicht so viel Schaden genommen hat. Perfekt. Das ist doch ein Bild, was ich sehen wollte. Besiegt 0. Man sieht ja sogar alles, sogar wie oft man gegen die gespielt hat. Wir haben Resistenzen. Sie sind anscheinend anfällig auf Eis, das ist gut. Bringen sogar Erfahrungspunkte und ein paar Gil. Na, das ist doch mal schön. Los geht's. So, und im Schock gemacht. Und jetzt hauen wir die Ratte kaputt. Ja, Moment, ich hab mal eine Frage. Kann ich tiefer hauen? Und noch besser, wenn ich Magie einsetze, zum Beispiel Feuer auf Aas-Ratte. Das ist eine Sache, die wollte ich gerade herausfinden. Erzähl mal was Neues. Weil bei Final Fantasy 15, wenn man ganz blöd Magie gewirkt hat, dann konnte es passieren, dass man seine eigenen Teamkameraden angegriffen hat. Deswegen finde ich das jetzt interessant herauszufinden, ob man seine eigenen Teamkameraden schlagen kann. Oder ob die tatsächlich anfangen, mal ein bisschen nützlich zu sein. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Nein. Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Okay. Ah, dafür gibt es aber neue Materie und so weiter. Wir haben jetzt Supertränke. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Tatsächlich. Weil wir dadurch nämlich auf die Art und Weise... Nee, ich dachte, dass er... Er gibt Angebote anscheinend. Und zwar gibt es jetzt diese eine einzige Materie behandeln, welche Vergiftung heilt. Ja, komm, nehme ich mit. 300 Gil, her damit. Und für 100 Gil 3 Supertränke. Jetzt müssen wir das mal auf die Heilung ansehen. Ja gut, komm. Nehmen wir auch alle mit.
Dann haben wir davon auch gleich ein paar mehr, wenn wir welche brauchen. Und wir haben seinen Laden aufgekauft. So. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen... Analyse verwenden, damit wir hier unsere Dudes hier noch weitermachen können. Schrecken der Rostpfade. Okay, dann gehen wir nochmal auf die Rostpfade. Und machen dort nochmal ein bisschen Kleinstuff. Einfach nur, damit wir nochmal Analyse ein paar Mal verwendet haben. Und damit noch ein paar mehr Aufträge erfüllen. Ich finde das irgendwie mit den Aufträgen ziemlich cool. Das bringt uns zwar in der Story nicht weiter, aber es gibt Erfahrungspunkte und ein paar kleine Bonis. Und dadurch, dass der gerade eben so angefangen hat, miese Sonderangebote zu verticken, habe ich richtig Bock drauf, ihn so richtig auszunehmen. So, wir müssen jetzt nur ein bisschen aufpassen wegen der... ATB, sehr schön. Kommandos, Fertigkeit, Analyse, auf den Allesfresser. Wirksam Eismagie. Oh, und die geben sogar Gegengift, das finde ich auch herrlich. So, hör mal auf, mein Schnuggelchen hier anzugreifen. Das war abzusehen. Ich glaube, der Analysekampfbericht ist fertig. Nice, das wollte ich hören. Nein, wir gehen noch nicht zu ihm zurück. Weil wir hier noch diesen anderen Auftrag haben. Schrecken der Rostpfade. Ach so. Ja, super. Das hätte ich... Ich hatte ihn noch nicht angenommen, aber hier war eine Kiste. Die will ich kaputt machen. Das wäre jetzt eine Schnellreise gewesen. An der Stelle. Aber hey, alles gut. Viel Glück da draußen, Tifa. Wir kommen gerade wieder zurück. Aber schön, dass du dich selber als Außen betitelst. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Hallo Cloud. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Schön. So, wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligst, macht Chatley Fortschritte bei der Materieentwicklung und du kannst neuartige Materie erwerben. Wenn du sehr viele Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Das ist cool. Bei Chatley kannst du für einen geringen Betrag freigeschaltete Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Das ist gut. Du erhältst dann alle verbrauchten Waffenpunkte zurück und kannst deine Waffen noch einmal von vorne verstärken. Richtig, richtig gut. Das hat sich echt gelohnt an der Stelle. Mal gucken, was er hier für Materie hat. Analyse und Auto-Vita. Sind Gefährten bedrängt, es wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend ATB oder MP hat. Oh, ist das geil. Damit sind diese Kopplungsplätze nämlich jetzt wieder notwendig. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materie entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. Hui. Genau, das ist nämlich richtig, richtig, richtig cool. Das ist eine Sache, die sie, denke ich mal, aus Final Fantasy 7, also aus dem alten Final Fantasy 7 übernommen haben, und zwar das Materia. Wenn man hier guckt, wir haben hier drei Materia-Slots und die sind jeweils einzeln. Wenn wir uns bei Tifa mal angucken, die hat zwei Materia-Slots und die sind hier mit so einer kleinen Verbindung verbunden. Wenn ich jetzt Tifa, also beispielsweise, wo habe ich es denn, heilen geben würde. Ach, das hat Cloud, das ist gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel Cloud die Materia abnehme und zwar heilen. So, und dafür bekommt er Behandeln. Das ist in Ordnung. Dann kann ich Tifa nämlich einmal das Chakra abnehmen. Aber das ist blöd eigentlich. Chakra anwendbar. Heilung 20% verlorener TP. Kann ich... Ich dachte, ich habe Heilen gerade eben abgenommen von Cloud. Nee, das haut nicht hin. Glut, Behandeln, Analyse. Ach, klar. Nee, auch nicht seelengebunden. Sondern ich würde fast behaupten...
Da ist es nämlich. Im Panzerschwert. Und das, was ein Panzerschwert ist, habe ich natürlich nicht in der Eisenklinge. Und jetzt mal gucken. Blut, behandeln, Analyse. Das ist okay. Dann geben wir ihm noch Gewitter. So. Dann wechseln wir auf Tifa. Tifa hat Chakra und hat Frost. Jetzt bekommt sie Heilen und bekommt Auto-Vita. Und damit und mit der gekoppelten würde ich behaupten, ist es möglich. Achso, Auto-Vita bis zu dreimal pro Kampf. Nee, dann darf sie ihr Chakra behalten. Aber Vita bekommt sie trotzdem, also Heilen bekommt sie trotzdem. Damit wir eine Person haben, die immer, die sozusagen Antidots, also die Leute, den Leuten Gift abnehmen kann. Und eine, die immer heilen kann. So, was hast du dir jetzt der eigentlich? Der Krämer hat mir ganz begeistert von dir erzählt. Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sagt dir doch was, oder? Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Ja, nichts einfacher als das, würde ich sagen. Okay, dafür müssen wir wohl wieder runter. Die Leute sagen es auf einmal. Das ist so. Das hat ein bisschen was wie bei den Science-Fiction-Filmen. So, oder generell bei den Filmen, wenn jemand befördert wird. Einer sagt in einem geschlossenen Raum ohne weitere Person, du bist befördert, und auf einmal weiß schon das gesamte Schiff Bescheid. So ähnlich war das gerade. Gerade eben die Quest aufgenommen und dann auf einmal labert das gesamte Dorf über das, was hier abgeht. Finde ich cool. Aber das ist auch geil, weil wenn hier jetzt der Kampfhund sein soll. War hier? Der Rostfaden. Ah, da oben. Dann können wir den auch direkt analysieren. Und dann haben wir wieder einen Analysepunkt mehr. Haha. Wieder fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich bin wieder falsch gelaufen, oder? Nee. Bin ich nicht. Hier sollte der irgendwo sein, angeblich. Aber ich sehe hier nichts. Dafür haben wir hier Kisten. Okay, wir laufen weiter. Irgendwo wird der Köter schon unterwegs sein. Ah, da ist er ja. Das schaffen wir. Hallo. Und Klickfertigkeit, Analyse auf den Wachhund. Der Wachhund hat Probleme mit Eis. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir hatten die eigentlich. Das wollte ich nicht. So, ist noch nicht so weit. Ich wechsle mal eben kurz auf Tifa. Magie. Ne, sie hat Vita. Vita bringt uns an der Stelle nichts. Fertigkeit, Entfestung, Hackentritt. Das klingt doch gut. Dann wechseln wir wieder auf Cloud. Ah, Cloud ist noch nicht so weit. So, jetzt aber Magie. Ha, wir haben Eis vergessen. Sehr schön. Ich bin richtig gut unterwegs. Nichts überstürzt. Es geht los. Hier geblieben. Und tschüss. Und im Schock. Und die Allround-Haltung. Jetzt wirbeln wir hier mit dem Schwingen. Wir setzen trotzdem Magie ein. Blitz. Einfach mal. Jeder mag Blitze. Kommandos, Magie, Vita. Nee, lohnt sich noch nicht. Fertigkeit, Entfestung. Ja, komm, nochmal ein Hackentritt. Oh. Was macht er jetzt? Der läuft weg. Der läuft weg. Kenne ich bei FF14 die Quest ohne Fisch geht es nicht? Nee, nicht so. Sagt mir jetzt nichts. Also wahrscheinlich habe ich die schon mal gemacht.
Plimino noch nicht... I'm not sure. Okay, hier ist er scheinbar nicht. Gucken wir mal weiter. Es gibt hier vier Spots. Den hier und den hier. Das heißt, der ist da lang. Hey, hier. Sag ich doch. Ah, das Ding ist offen. Wir können hier jetzt durch. Ich habe den Wachhund hier in die Enge getrieben. Er ist äußerst gereizt. Seid besser vorsichtig. Jawohl. Dann lasst uns hier mal reingehen. Das klingt doch schon fast nach einer kleinen Falle. Aber hey, da ist er. Das schaffen wir. Und fällt niemand auf. Au. Au. Ich. Was war das denn? Moment. Kommandos. Fertigkeiten. Blitz. Kann ich eigentlich mitten hier drin? Nee, kann ich nicht. Ach so. Du hast jetzt... Ich zähle auf dich. Ja, ich... Dein Einsatz. Lass mich mal. So, wo ist er denn? Da ist er. Schock. Magie. Wieder Blitz. Nach 3 Jahren diese Quest fertig. Okay, ich habe die FF14-Quest. Also ich habe mit den Sammlern und mit den Craftern nicht wirklich viel zu tun. Deswegen. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du was? Deswegen, wie gesagt, habe ich nicht. Kann ich die Quest selber nie wirklich benennen und so weiter. Ich glaube, ich habe einmal den Plattner auf 50 oder auf 60 gespielt und das war's dann auch schon. Ihr habt es geschafft? Danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Yay. Und wir haben Elixier bekommen. Elixier ist super. Ich wette, die Leute fangen schon an zu reden. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Du fühlst dich wohl unterfordert, was? Ja, so minimal. Moment. Das ist ja schon wieder eine Quest. Wegen dieses blutrünstigen Wachhunds haben wir viele Verletzte zu beklagen. Wir müssen uns besser organisieren. Oder auch nicht. Uhrzeit und Wetter abhängig. Oh, ist das ekelhaft. Aber es gibt so extra Seiten, die dir dabei helfen, zu welcher Uhrzeit, unter welcher Lage, auf welchem Server gerade, welche Fische zu angeln sind und welche Sachen zu craften sind. Ich weiß nicht, das heißt irgendwie Sammler-Tracker oder irgendwie sowas. Musste mal nachschauen. Auf jeden Fall gibt es da einiges zu. Ungeziefer in der Fabrik. Genau, das machen wir noch. Und dann wollen wir uns wieder um die Main-Quest kümmern. Ich glaube, da muss ich hier lang, ne? Ja, genau. Einmal hier hoch. Und da ist er. Willkommen! Oh, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht zum Einkaufen hier. Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut, du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann.
Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Jo. Oh, 100 Gil von Ether nehme ich. Ja genau, also ich glaube, das wird auch so eine Seite sein, wie du sie gerade beschrieben hast, Balu. So, da unten müssen wir hin. Verteilervorplatz. So, aber jetzt ist eine Stunde rum. Ich glaube, ich werde nochmal ganz kurz eine kleine Pause einlegen. Und hoppla, was geht denn hier ab? Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Ja, später. Er ist also der Rückenschlichter. Jetzt nicht. Bin wirklich froh, dass wir die Ratten los sind. Genau, ich mache jetzt nochmal eine kleine Pause, bevor ich die nächste Quest angucke und mir dann nochmal anschaue, wer sich denn da vom siebten Himmel vertummelt hat oder zusammengerafft hat. Und ja, bis gleich und so.